Leute, wir kommen zum 25x81+-Pack. Könnte sehr, sehr nice werden. Leute, checkt den Shop aus. Eine nice Designs. Orange, blau, rot, grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel. Vieles mehr. Wie immer unterstützt ihr mich? Ihr wisst es ja. Und ihr habt doppeltes Packlack, wenn ihr die nice Designs an. Aber gönnt euch. Link ist oben in der Beschreibung. Ich danke euch. Schreibt gerne rein, was ihr gezogen habt. Lasst Like da, das Abo da, Glocke aktivieren, täglich einschalten, wie immer. Ich hoffe, ihr seid täglich dabei. Wäre fresh. Wäre sehr, sehr fresh. Ab geht die Post. Team of the Season. Wie immer vorne. Können auch Summerstars hinter sein. Ihr wisst es. Oh, Frankreich, Stürmer. Rechtsmittelfeld. Wer ist das denn? Bruder, was ist das? Ah, Alessandrini, ne? Ah, ja. Digga. Okay, 92er. Ah, naja, gut. Geht besser, ne? Wir gucken, was noch dahinter ist. Vielleicht noch irgendeine Summerstar-Karte. Locatelli, 95. Zwei Informs, saftiges Pack insgesamt. 2, 4, 6, 7 Walkouts. Kein Duplikat. Love Bones. Ja, gutes Pack. 95er Locatelli aus so einem Pack. So, 10x87er Pack, Leute. Ich bin gespannt. Lasst Like, das Abo da, Glocke aktivieren. Check den Shop aus. Nice Designs. Orange, blau, rot, grün. Gibt's auch ein schwarz-weiß Kissen, Tasten, Turmbeutel. Vieles mehr. Wie immer unterstützt ihr mich. Ihr habt doppeltes Pack. Like, wenn ihr die Nice Designs anhabt, also gönnt euch. Link ist oben in der Beschreibung. Ich danke euch. Lasst Like da, ne? Abonnieren, Glocke aktivieren und schreibt rein, was ihr gezogen habt. Ist auch ein 10x87er Pack. Mal sehen. Ab geht die Post. Bruder, es regt mich so oft, dass die Team of the Seasons immer vorne sind. Bruder, Brasilien, ZOM. Come on. Casemiro. Okay, 94er Casemiro. Ihr wisst es, kann auch alles dahinter sein. Ey, ich verstehe sowas nicht. Es ist so langweilig. Ohne Scheiß EA, Alter. Es ist einfach so langweilig, wenn jedes Mal Team of the Seasons vorne sind, Digga. Wer ist noch dahinter? Wahrscheinlich wieder irgendwelche Summerstars, die higher rated sind, Digga. Bruder, 98er Acuña. 98er Acuña. Die juckt's nicht, Bruder. Die juckt's nicht. Die juckt's einfach gar nicht. Digga, die packen einfach ganz locker Casemiro nach vorne, ey. Was ist für ein saftiges Pack, jetzt mal ohne Scheiß. Absolut krankes Pack. Vorne drauf Casemiro. Ich werd's nie verstehen, Alter. Aber gut, alles in Fein. Sehr. So, Leute, 10x87er Pack. Könnte hoffentlich sehr, sehr nice werden. Checkt die mal vor den Shop aus. Gönnt euch die nice Designs. Ihr wisst es, orange, blau, rot, grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr, schwarz, weiß, auch am Start. Ihr wisst es, wie man unterstützt mich. Und ihr habt doppeltes Packlack, wenn ihr die nice Designs anhabt. Also gönnt euch. Ich will es hoffen, Leute. Links oben in der Beschreibung. Dank für euren Support. Schreibt hier mal rein, was ihr gezogen habt. Lasst Like da, Abo, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ab geht's. Das Einzige, was mich stört, ist, dass immer die Team of the Seasons vorne angezeigt werden, Digga. Es ist übertrieben langweilig, Digga. Es sind dahinter noch geile Summerstar-Karten. Oh, Argentinien? Messi? ZDM? Oh mein Gott, was ist das denn? Digga, willst du mich komplett auseinandernehmen? Bruder, Biglia. Der Typ hat 91. Eiskalt. Eiskalt. Okay, bei so einem Tots. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich gehe davon aus, dass noch höhere Summerstar-Karten dahinter sind. Warum hat der Typ eigentlich eine Glatze auf dem Bild? Hat der volle Haarpracht. Ganz kurios. Aber gut, wir gucken mal. Also ich sag mal so, wenn dahinter jetzt noch was ist, bin ich echt enttäuscht, Digga. Ja, okay. Gnabry und Martinez. Bruder, dann gib doch wenigstens Martinez oder Gnabry vorne, Alter. Ohne Scheiß. Also in dem Fall Martinez, weil der higher rated wäre. Erkin Doppels. Boah, das war echt kein gutes Pack. Alles in. Leute, 84er Spielerwahl-Pack. Spielerwahl. 4 Stück an der Zahl. Sehr, sehr gutes Pack. Preis, Leistung optimal. Lasst ein Like der Leute, wie immer, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und schreibt rein, was ihr gezogen habt. Ich bin gespannt, Leute. Ja. Schreibt unten rein. Let's go. Wir gucken mal. Come on. Digga, Gerard Moreno hat uns gecarried, Alter. Was war das für Broker-Spieler, Alter? Koke, Sirigu, Jimenez und Gerard Moreno carried uns dann noch im letzten. Der ist immer auf Platz. Also bei 3 Picks ist der auf Platz 3. Bei 4 Spieler-Picks ist der auf Platz 4. Immer letzter Spieler. Digga. Alter, der hat uns nochmal gerettet, ihr wisst es. Ich sag hier immer, Digga, alles über 90, sehr gut. Ich bin hier schon mit über 87 zufrieden, ehrlich gesagt. Also wirklich, wenn da jetzt noch ein 85er gewesen wäre, wäre absolut komplett Katastrophe gewesen, wäre komplett verarscht worden. Aber ja, doch. Kann man mit arbeiten. Nehmen wir mit. Let's go. SBC-Spieler, packen wir direkt in die nächste SBC, 85er-Packs, ja, irgendwie sowas, schauen wir mal an, Leute. Leute, 10x82er-Plus-Pack, das Interessante, Brasilien, Frankreich, Portugal oder Belgien-Spieler sind nur in diesem Pack drin. Mal sehen, Leute, checkt immer den Shop aus, ne, ihr wisst es, gönnt euch die Nice Designs, Leute, ihr supportet mich, also gönnt euch, ich würde mich sehr freuen, ihr unterstützt mich und ihr wisst es, ihr habt doppeltes Pack-Luck, wenn ihr die Nice Designs anhabt, also gönnt euch. Ich danke euch für euren Support. 82 Uhr höher, Alter. Die Packs sind manchmal wirklich Skandal, muss man sagen. Manchmal wirklich Skandal, ne?
Aber, Digga, wir geben dem Ganzen eine Chance. Wir geben dem Ganzen eine Chance. Ja, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Na, das sieht nicht gut aus. Digga, das sieht gar nicht gut aus. Das Frankreich Mittelstürmer. Karim Benzema, okay. Egal. Wir haben nur das Bestmögliche. Okay, Mbappé, klar, wäre besser gewesen. Mbappé wäre nochmal stärker gewesen. Aber wir haben noch das Bestmögliche. Oder, was heißt Bestmögliche? Aber wir haben noch was ganz Okayes draus gemacht, würde ich sagen, mit Benzema. Ich habe mir natürlich irgendwie auf Ronaldo, De Bruyne, irgendwie sowas gehofft. Aber war klar, dass es ein Franzose wird. Ah, okay, Benzema immerhin high rated, kann man gebrauchen für SBCs und so weiter und so fort. Von daher, okay. Okay. Kann man mit arbeiten. Wir gucken mal, was noch dahinter ist. Wird zufrieden, wenn noch zwei Walkouts dahinter sind. Komm on, wahrscheinlich keiner. Keiner. Ah doch, Roberto Firmino. Okay. Joa. Geht klar, Alter. Geht klar, aber kein 82er, ey. Kein 82er. Saftige Geschichte. Roberto Firmino und Ricardo Pereira. Das Ding ist, die haben wir beide so als Untrade, brauche ich gar nicht gucken. Digga, Respekt, da waren halt echt viele Brasilianer drin, ne? Digga, ein Portugiese. Ne, zwei, Ricardo auch noch. Na gut, alles im Verein, den Rest müssen wir nicht. Leute, ich bin gespannt, Alter, auf dieses Pack 3x87 plus. Bin ich wirklich sehr gespannt, Alter. Sehr, sehr gespannt. Könnte saftig werden, Leute. Checkt immer den Shop aus, gönnt euch die nice Designs, ne? Rot, blau, orange, grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr. Ihr supportet wie immer mich und ihr habt doppeltes Packlager am Start mit den nice Sachen. Also gönnt euch. Ich danke euch für euren Support. Pro 3x87 Plus. Ich habe mir die alle aufgehoben, ne? Das ist das erste 3x87er Plus Pack, was ich überhaupt öffne in FIFA 21, ey. Boah, ich bin gespannt, ey. Ich erwarte wirklich, ich erwarte sehr, 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 sehr viel von diesen Packs. Das ist Holland. Rechter Außenverteidiger. Wer ist das? PSV Eindhoven. Dumfries? Dumfries, Digga? Dumfries. 94. Schmeckt. Nice, Digga. Dumfries. Stabiler Spieler. Das Ding ist halt, der hat zwar ein 94. Man muss ehrlich sagen, der hat ein 94er Rating. Das Problem ist halt leider, dass ein 94er Rating, wenn man halt ehrlich ist. Digga, ich glaube, der schlechteste hat ein 93er Rating, ne? Ah, nee, oder? Was hat dieser Romero? Ich glaube, Romero ist der Schwächste. Ich glaube, der hatte 91, 92 oder hat der sogar doch 93, ich weiß nicht. Also, Dumfries geht, Alter. Dumfries ist in Ordnung. Geht in Ordnung, muss man mit arbeiten. 94er kranke Außenverteidiger, gar keine Frage, aber ich habe mir mehr erwartet. Egal, egal, wir schauen mal. Es sind noch zwei weitere drin, vielleicht noch einer. Come on, noch ein Summer Star. Toni Kroos und Roberto Firmino. Ja, wir gucken mal, was der Wert wäre, wenn man die verkaufen könnte. Bruder, was für 100k, Digga. Digga, der würde 100k kosten. Bruder, ich scheiß mir in die Hose. Bruder, das kann doch nicht dein Ernst sein, Alter. Toni Kroos und halt ein 87er drin.